Bei unserer Reise durch den Bezirk sind wir heute ganz spontan im Gemeindeamt Losdorf stehen geblieben. Und vielen lieben Dank, Herr Bürgermeister Thomas Vasco, dass Sie auch so ganz spontan für uns Zeit gehabt haben. Wir werden jetzt nämlich ganz oft durch Losdorf durchfahren, Gemeinde TV, das Redaktionsteam und das Kamerateam, um auch hier Dinge einzufangen und auf den Bildschirm zu bringen. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Ich möchte herzlich willkommen in Losdorf. Es freut mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich finde es ja irgendwie, wie der Zufall so spielt, ganz eine tolle Geschichte, weil mir schwebt schon des Längerem so eine Geschichte im Kopf herum, eine Geschichte für Losdorf TV vielleicht und jetzt diese Kooperation, die wir vielleicht eingingen, und auf das freue ich mich ganz besonders, weil das doch spannende Geschichten sind und das Medium Fernsehen oder auch Internet TV ein ganz besonderes ist und sicher für uns einen sehr großen Mehrwert für unsere Gemeinde, für unsere Wirtschaft, für uns alle bringen wird. Das freut uns auch sehr. Vielen lieben Dank für die netten Worte. Was gäbe es denn so Berichtenswertes aus Losdorf? Was ist so geplant zum Beispiel jetzt im neuen Jahr? Grundsätzlich ist in Losdorf immer sehr viel los. Wir haben immer sehr viel vor. Wir haben unsere Gemeinde immer für unsere Bürger und Bürgerinnen weitergestalten wollen. Großes Thema ist bei uns der Schulzu- und Umbau. Natürlich auch Themen wie Unterführung, jetzt auch Kanal in Neubach zu errichten neu und auch, das ist auch ein riesengroßes Thema, wir müssen bis 2025 eine neue Kläranlage errichten, die uns auch alle sehr fordert, das Projekt, nicht nur finanziell, auch von der Umsetzung her. Also das wären eigentlich die größten infrastrukturellen Projekte, die wir in naher Zukunft umsetzen dürfen und müssen. Also jede Menge zu tun für Sie, jede Menge zu berichten für uns. Ein ganz schöner Punkt wäre ja die Au gewesen, das Naturschutzgebiet. Ich wollte eigentlich heute mit Ihnen hinfahren, aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war dort noch nie. Ich bin eine Ruprechtshofenerin und ich kannte das bisher nicht. Ich weiß, das ist jetzt murzpeinlich, aber ich gebe es halt einfach zu. Aber ich hoffe, wir können da irgendwann hin. Warum ist es aktuell gesperrt? Ja, unser Naturschutzgebiet ist wirklich ein ganz etwas Tolles. Wir haben ja das große Glück in Losdorf durch das einzige Stück der Pilach zu haben, das nicht verbaut wurde. Also das ist irgendwie untergegangen und dadurch wurde das dann vor ca. 15 Jahren zum Naturschutzgebiet erhoben. Wir haben aber leider jetzt das große Problem, es ist in allen Köpfen das Baumsterben, nicht nur die Fichten, sondern auch die Eschen, die uns da sehr viele stehen bei uns im Naturschutzgebiet. Und dadurch ist es leider zu gefährlich, es zu betreten. Ja? Und daher müssen wir immer, wir bekommen immer Sturmwarnung und über 60 km/h wird dann gesperrt. Und das ist leider jetzt schon eine ganze Woche. Und daher dürfen wir da nicht rein, weil es wirklich lebensgefährlich ist. Und man weiß, oder es hat ja schon einige Vorfälle gegeben. Darum müssen wir da immer Vorsichtsmaßnahmen treffen. Da riskieren wir nichts. Ja. Da komme ich einfach wieder. Bitte schön, bei schönerem Wetter gehen wir da durchspazieren. Vielen lieben Dank für die wertvolle Zeit hier. Wir freuen uns riesig drauf, auch über Losdorf zu berichten und wünschen Ihnen noch einen schönen Februar. Danke für die Zeit. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.